Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. So, ihr seht mich schon hier in der Rapture sitzen. Und zwar habe ich einfach ein paar Sites geflogen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Hat so semi geklappt bis jetzt. Und in einem Angel Watch kam eine Eskalation. So. Und da würde ich doch sagen, die probieren wir jetzt mal. So, wir warpen zur Position. Ich habe Drohnen dabei. Das Schiff sollte versichert sein. Und ja, auf geht er. So. Wir werden gleich in einen Raum kommen, beziehungsweise einfach so hier rankommen. Hier haben wir die Türme. Die Türme sind Trigger, sobald ich einen Turm abschieße. Holen uns erstmal den Elite, den Domination. So, genau. Dann haben wir noch ein. Oh, shit. Das war natürlich äußerst intelligent, ohne aktiviertes Schild hier reinzufliegen. Na gut. So. Das ist schon mal gut. Der ist weg. Die Position speichern wir uns jetzt als 1. Ach du Jemine. So, das machen wir mal alles weg. Sind zwar noch nicht in idealer Schussreichweite, aber geht schon. So, jetzt schießen wir erstmal schnell. Wir nehmen mal den Schaden hier ein bisschen raus. Weil das ist momentan schon echt eklig. Okay, nein, das werden wir so nicht schaffen. Okay, wir haben die Position gespeichert, dass wir auf jeden Fall das Domination Schiff haben. Ist die Eskalation noch da? Nein. Also wenn wir jetzt zurückspringen, wird wahrscheinlich, werden die anderen Schiffe gar nicht mehr da sein. Schade. Hier hätten wir doch ordentlich Geld machen können, indem wir die anderen Schiffe abschießen. Aber wir gucken gleich mal in das Domination-Schiff rein. Sobald wir uns hier repariert haben. Genau, theoretisch könnte ich jetzt auch andocken. Für weitere Schäden macht es sich immer ganz gut, an die Strukturen ranzufliegen. Die meisten davon haben diese Repariermöglichkeit. Das repariert euch eure Drohnen und sowohl eure Hülle als euch. Als auch den Armor, als auch die Schilde. Ja. Gut, wir springen noch mal rein und schauen, ob uns das jetzt was gebracht hat. Nicht, ich glaube, jedenfalls als ich vorhin reingesprungen bin. Ja, auf jeden Fall einer ist noch da und zwei Sachen zum Scannen. Mal. Aha, die sind noch da. Na dann, machen wir weiter. So, den ausschalten, den ausschalten, den ausschalten. Wir bewegen uns mal drauf zu und gucken mal, was da drin ist. Naja, hat sich wieder nicht gelohnt. So, jetzt machen wir erstmal den weg. So, wir starten unsere Drohnen, schicken die schon mal auf das Schiff drauf. Genau. Und dann immer weiter drauf da.
So, da oben. Gut. Lieber die Richtung. Na komm, nun stirb endlich. Ja, man merkt schon, dass hier der Kreuzer schon etwas unterdimensioniert ist. So, wir holen uns den mal, die Drohnen mal zurück. Und wir warpen. Oh Gott, hoffentlich war das nicht zu spät. Na? Okay. Ja, ist okay. Jetzt bleiben wir kurz draußen, weil wir Schaden an der Marmor genommen haben. Aber dann denke ich, werden wir gleich andocken, weil beim Andocken werden die Schilde sofort wieder aufgefüllt. Warten. Ein Zyklus reparieren sollte ja reichen. Na komm. So. Und andocken und abdocken geht ja schneller. Wenn ich das Ganze jetzt intelligent gemacht hätte, hätte ich vorm Andocken natürlich noch nachladen gedrückt oder in der Station. Aber na gut. So, auf zurück. Ja, wir sehen, der Kreuzer ist hier schon relativ überfordert. Weil wir kriegen einfach zu viel Schaden rein, den er eigentlich nicht absorbieren kann. So. Nun denn. So, umkreisen auf 25, Nachbrenner an. So. Aber jetzt stirbt er. So, dann machen wir den Stasi-Tower. Den greifen bitte mal unsere Drohnen an. Weil wir haben das Problem, wir werden hier gewebt. Und das macht uns unglaublich langsam. Da sind wir natürlich dann auch ein leichtes Ziel für alle größeren Schiffe. Und wir können allen kleinen Schiffen nicht entkommen. Beziehungsweise den Abstand zu den Schiffen gleich halten. So, 1, 2, 3, 4. Weg. So, dann holen wir uns den ersten Turm. Zurück zum Drohnenhangar, bitte. Genau. Jetzt schießen wir das Ding weg. So, dann können wir unsere Drohnen wieder starten. So, Zielobjekt angreifen. Boah, ist die Batterie bald tot? Da wird ja auch Zeit. Wir nehmen erstmal den da raus, weil den anderen kriegen die Drohnen schon sehr gut runter. So, bitte den angreifen. Schalten wir den noch mit auf. Und den da. So, wir sehen schon, unsere Schilde sind schon wieder bei 30%.
So, bitte greift den da an. Okay, dann bitte greift den da an. Wir laden ganz kurz nach, weil den hier würde ich schon gerne noch runterkriegen. Wäre Verschwendung. Na, los. Wir sehen halt aber auch, wir verfehlen extrem oft. Und ja. Ernsthaft. Okay, wir fliegen erstmal zurück. Und das. Oh. Würdest du mal bitte warpen? Hopp, hopp. Komm. Put, 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 put. Das war jetzt auch extrem schlecht geflogen von mir. Aber wir sollten wirklich mal schauen, was wir brauchen, um auf die nächstgrößere Stufe aufzusteigen, um auf eine Hurricane zu kommen. Weil ich glaube, mit der hätten wir dann hier deutlich weniger Probleme. Müssen mal schauen, was wir da alles fitten können. Ich denke, da werde ich vielleicht bis zum nächsten Video einfach mal versuchen, ja, ein ordentliches Fitting zusammenzustellen für die Hurricane. Und dann gehen wir das beim nächsten Mal an. Beziehungsweise ich werde bis zum nächsten Mal schon fleißig in die Richtung trainieren. Ihr seht ja auch, ich habe jetzt hier gerade Medium Drone Operation schon etwas vorangebracht, damit wir jetzt einfach auch die mittleren Drohnen nutzen können. Und wir können ja mal ganz kurz, während wir uns hier reparieren, angucken. Kreuzer und Schlachtkreuzer. So, die da brauchen wir. Voraussetzungen. Ah, uns fehlt nur Minmata Cruiser, die 3. Und Minmata Battle Cruiser. So, was hat er? Mittelgroße Projektilgeschütztürme, die haben wir jetzt schon. Aber das sieht doch ganz gut aus. Und was für eine Attribute, Drohnenbay. 40, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Okay, dann können wir das mit den mittleren wahrscheinlich erstmal lassen. Mit dem Trainieren. Dann nehmen wir den nämlich raus. Und, habe ich es noch da? Ne, wahrscheinlich wieder nicht. Die Hurricane. Voranzeigen. Voraussetzungen. Level trainieren. Zack, tut er und dann können wir auf Minmata Battlecruiser gehen. Gut. So, noch ganz kurz hier. Wir setzen die 2500 Punkte noch drauf. Bestätigen. So. Das heißt, beim nächsten Mal können wir schön unseren Schlachtkreuzer schon wahrscheinlich fliegen. Aber da muss ich mich auch erstmal damit beschäftigen, was baut man da jetzt für Waffen am besten ein? Sind es Artillerie oder welche für den Nahkampf? Da müssen wir erstmal gucken. So, schade. Jetzt haben sich allerdings alle zurückgezogen. Na gut. Hat halt nicht sollen sein. Na, ich nehme das mal mit. Ist jetzt nicht so dolle. Aber na gut. So,
Den an, Nachbrenner an. So, wir haben hier eine kosmische Signatur noch. Gucken wir doch direkt mal, was das ist. So, werden wir das Ganze hier einsammeln. Ich denke nicht, dass hier noch so sonderlich viel drin sein wird. Aber vielleicht hat man ja Glück. So. Probieren wir es mal da unten. Dann ist es garantiert ja da oben. Heute auf zum nächsten. Das ein kleiner und los geht's. Genau. Und was habe ich gesagt? Es ist garantiert der hier oben. Irgendwie ist es wie immer. Zack, zack. Und analysieren. Ja, wie gesagt, manchmal hat man dann halt ihr Glück, dass Faction-Module drin sind, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die CCP das seit dem letzten Update deutlich verringert hat. Also ich muss sagen, bei Eskalationen hatte ich eigentlich sonst mit dem Charakter jetzt nicht unbedingt sehr häufig irgendwelche Faction-Module drin. Naja. Ein Datengebiet. Alles klar. Raketen und dann haben wir noch bei 37.1. So, einmal nachladen. Alles stapeln. Naja, etwas über 100.000. Das ist nichts. Eigentlich hätte ich jetzt hier gehofft, dass wir noch was von mit drei Nullen dran haben. Okay, dann machen wir hier und speichern. Das ist die 2. Und wir fliegen erstmal dorthin innerhalb von 20. So, warum mache ich das? Nun, ich habe keine Lust, jetzt hier ewig lange noch drauf hinzufliegen. Wir springen jetzt erstmal hier hin, zerlegen die Schiffe, hoffen, dass wir da vielleicht noch irgendwas Sinnvolles finden und springen danach wieder hier hin. Genau, wenn ich mir der Sache jetzt schon sicherer wäre, jetzt habe ich irgendwas im Hals, auch sehr lustig. Könnte man jetzt auch Mobile Tractor Units noch kaufen und mit denen dann die einfach auswerfen und sich die ganzen Sachen ranziehen lassen. Aber da ich hier noch nicht so hundertprozentig sicher bin, was das Schiff alles kann und was auch eher nicht, habe ich das bis jetzt erstmal gelassen. So. Doch ernsthaft. Das trefft doch mal. So, Feuer frei. Und ich muss auch ganz dringend was machen, dass ich hier besser treffe. Das geht so nicht. So, wir fangen mit dem Großen an. Oh, den wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich den da. Ihr seht schon wieder zwei Fehlschüsse und das auf einem Kreuzer. Ja. So, was haben wir denn? Gunnery.
Okay, nein. Oh. So, Drohnen raus. Drohnen gehen bitte mit da drauf. Also nee, Drohnen schickt man da drauf. Gut, dann schickt man Drohnen halt da drauf. Mann, 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 Mann. Kann sich aber auch haben. So, du schießt da drauf, du schießt auch da drauf. Das, das, das. Und den Nachbarn können wir ausmachen, wenn wir eh hier nur sinnlos rumstehen. So. Nun denn, genau, die Drohnen gehen mit da drauf. Den und den, die schießen zusammen da drauf. Der schießt da drauf. Die Drohnen gehen mit drauf. Dann können alle anderen Geschütze auf den schießen. Gut. 1, 2, 3, 4. Die Drohnen gehen bitte mal da drauf. Okay, wir wollten hier weiter bei den Skills gucken, während der da fröhlich alles wegschießt. So, Gunnery. Gunnery macht Feuergeschwindigkeit. So, Hybrid Turrets wollen wir nicht. Blaster wollen wir auch nicht. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was. Sehr gut. Drohnen schießen schon mit. Feuer frei, alles kann laden. Sollte auch laden. Los, liebe Drohnen, mit drauf. So. Und das letzte momentan lebende Schiffchen. Aber eigentlich haben wir hier doch eigentlich schon alles. Zeugiger Strike, Schadenswirkung. Ich meine, Präzisionsabfallreichweite können es machen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das was bringt. Oder müssen wir da eventuell nochmal beim Fitting ein bisschen nachsteuern? Einfach sagen, okay, wir. Na gut, die Schildhahner will ich eigentlich nicht raustun. Kann man hier unten noch was reinbasteln? So, das macht ein bisschen weniger Schaden. Genau, okay, wir haben alles geschafft. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen einsammeln gehen. So, und nebenbei gucken wir uns noch mal an, ob wir das Fitting hier ein bisschen verbessern können. So, Geschützturm-Nachführung 8,79. So, wir wollen jetzt Hardware. Wir wollen nur was für die Low Slots. Und uns ist egal was. So, und zwar wollen wir jetzt Rumpf und Panzerung, Ausrüstung für Ingenieurwesen. Ja. Elektronik und Sensor, Signalverstärker. Was machen die? Lass kurz mal gucken. Alles klar, nehmen wir mit. Auf zum nächsten.
So, ein bisschen den Nachbrenner anmachen. Die holen wir uns mal zurück. Okay, das bringt uns nichts. Ja, ein bisschen Munition drinne. Dann geht's weiter. Okay, die bringen uns nicht weiter. So. Ich glaube nämlich, wir kriegen wirklich nur hier was. Und das wäre jetzt ärgerlich. Weil Damage Control haben wir uns schon drinne. Was für die Schilde können wir hier nicht reinmachen. Soweit ich das weiß. Schilde. Okay. Der hat sich doch mal gelohnt. Okay, noch mal ganz kurz, was macht der? Und zeigen. Okay, der verbessert unsere Schildwiederaufladerate. Das ist doch schon mal was. Wenn ich den reinmache, sind wir aber auch nicht mehr Cap Stable. Aber probieren das Ganze mal. Nehmen den dann dafür raus. Sind dann wieder Cap Stable. Und bauen uns dann bam 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 für den da, das wollen wir, Schilde wollen wir nicht, Waffen bin ich denn doof? Also ja, bin ich, aber möchte den da haben. So, Moment mal. 10.000 war jetzt auch nicht so doll. Gut, und dann haben wir ja hier noch was gespeichert. Und zwar war das der da. Gut. Und zwar ist das, glaube ich, ein Tracking-Computer, nennt sich das Ding. Tracking Computer, genau. So, den. Was hat der für Eigenschaften? Attribute. Genau. Okay. Dim, 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 dim. Optimaler Reichweitenbonus 5, Nachführgeschwindigkeit 10% hat der. Und der hat 7,5 und 15. So, können wir den nutzen? Was brauchen wir dafür? Voraussetzungen? Ah, okay. Den können wir noch nicht einbauen, aber den. Deshalb machen wir den mal rein. Machen jetzt hier ein. Wo haben wir es? Ladungen. Achso. Den da. Optimal Tracking Speed. Zack. Und jetzt haben wir eine Geschützturmnachführung von 10,43. Könnte sein, dass das schon hilft. So, naja, hat sich nicht gelohnt. Gut, ich werde das bis zum nächsten Mal testen. Ihr erfahrt es schon vorher, weil ich werde jetzt hier einen Cut machen. Werde jetzt testen, ob das besser ist oder wir noch irgendwas mit der Zielanalyse machen werden. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich hoffe, dass das hier schon funktioniert.
Und dann schauen wir einfach mal. So, deshalb sage ich bis gleich und wir sehen uns gleich wieder. So, wir fliegen gerade in ein Kyran-Magdesh. Das war ja auch nicht so ganz easy, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe jetzt etwas anderes noch geändert und zwar habe ich hier unten statt dem Gyro-Stabilizer ein Tracking Enhancer reingemacht. Da hatten wir ja schon einen drin, jetzt haben wir zwei. Dadurch hat sich unser Tracking Speed auf fast 10 erhöht. Wir schauen mal, also ich war gerade in einer, so einer kleinen Zeit, die man nicht erscannen musste. Da war ich der Meinung, hat man deutlich besser getroffen, solange die Ziele circa 17 Kilometer weg waren. So, hier machen wir jetzt mal umkreisen auf 2500. Das an, das an, das an. Wir schalten die Fregatten auf. So, 1, 2, 3. Und 4. Wir sehen, den haben wir sofort abgeräumt. Und jetzt starten wir mal unsere Drohnen. Nehmen die Waffen alle raus. Die Drohnen greifen jetzt bitte den da an. Okay, also wir sehen, wir treffen den recht gut, wenn wir nicht zu nah dran sind. So. Ach du Jemine, wir machen ja richtig dolle Schaden. Infos anzeigen. So, er hat am meisten gegen. Ja gut, dann hören wir damit mal auf. Machen hier den da rein. Und Feuer frei. So, wir umkreisen den mal bitte auf 5. Also der Kollege macht schon ordentlich Schaden, wenn er denn trifft. Momentan trifft er zum Glück nicht so dolle. Unsere Drohnen machen jetzt auch mit Schaden drauf. Speichern uns mal den Ort ab. Also wir haben gesehen, wir machen jetzt deutlich besseren Schaden auf die Kleinen. Dürfen halt aber auch nicht zu nah dran sein. Unsere optimale Reichweite ist halt 17 Kilometer. Und da sollten wir nicht unbedingt viel runterkommen. Wir sehen auch hier verfehlen wir das große Schlachtschiff. Hin und wieder nochmal. Ist jetzt nicht so gut, aber hier traue ich mich jetzt ganz ehrlich nicht weiter weg, weil er uns dann auch noch viel besser trifft. Und das würde ich gerne vermeiden. So dauert es halt ein bisschen länger, aber wir sind momentan sehr sicher. Und da der, glaube ich, richtig informiert bin, Schild getankt ist. Ja. Sind wir jetzt schon in der Struktur drinne? Gucken wir uns den Kollegen nochmal an. Ja, er hat da deutlich weniger Resistenzen. Jetzt könnten wir hier wieder umschalten und auf unsere Fusion-Munition gehen. Die macht ja bekanntlich mehr Explosiv- und kinetischen Schaden. Dann würde das jetzt noch schneller gehen. Das können wir mal nebenbei tun. So, schalten wir den kurz ab.
Sagen hier Fusion rein. Und Feuer frei. Dann schalten wir den kurz ab. Sagen Fusion rein. Ist natürlich so ein bisschen gehoppt wie gesprungen, wenn der sich immer die Schilde wieder auflädt. So. Sobald wir natürlich durch die Schilde jetzt durch sind und hier unten den Schaden machen, geht das jetzt mit der Munition deutlich besser. Zack. So, komm. Na bitte. Gut. Also wir sehen, wir müssen definitiv auf unsere Distanz zu den anderen achten, zu den Feinden. Aber ich treffe jetzt die Kleinen, wenn sie so 17, also ab 17 Kilometer weg sind, deutlich besser als vorher. Ich denke, das war ein ganz wichtiges Upgrade. Wir machen zwar etwas weniger Schaden, aber ich denke, das ist zu verkraften. So, na, das war ja wieder nichts. Da lohnt sich ja kaum das Abschießen. Es wird sich schon gelohnt haben. Wir werden hier gleich ein bisschen Kohle noch kriegen. Aber wir sehen, so richtig Geld gemacht habe ich heute nicht. Ich habe mir auch sehr viel Zeit gelassen zwischen den ganzen Sites und war auch bei dem Angel-Wachposten, den ich vorhin gemacht habe, bevor ich die Eskalation gekriegt habe. Den habe ich dann auch noch komplett gesalvaged und gelootet. Und wie gesagt, da ich keine Mobile Tractor Units drin hatte, die die ganzen Wracks zusammenziehen, hat das ein bisschen gedauert. Aber ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ja, wir können jetzt auf die Hurricane trainieren. Das werde ich auch tun. Und dann brauchen wir aber noch deutlich mehr Kohle, um uns das Ding einfach auch leisten zu können. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Wir sind hier in Metropolis. Was kostet denn die Hurricane? Zack, die kostet an sich schon, naja, geht ja noch. 56 Millionen. Okay. Da müssen wir mal aufpassen. Was ist denn das jetzt hier? Ja, wir sind in einem Asteroidengürtel. Ist auch schön. Gut. Damit war es das jetzt. Hier ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr viel drin in den Wracks. Also das lohnt sich nicht. Wir werden hier wahrscheinlich nicht über 1 Million kommen. Ich habe den Nachbarn ausgemacht. Genau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, schauen uns dann ein bisschen an, wie wir entweder mit der Hurricane schon zurechtkommen oder ich werde noch ein paar oder noch ein Video machen, wo wir mal die verschiedenen anderen Sites, die es noch gibt, die zu erscannen sind, Angel, besetzte Bergbaukolonie, Außenposten und so weiter. Also die DED 2, 3 und 4 Sites. Obwohl ich nicht glaube, dass wir eine 4 Site mit der Rapture schaffen. Aber da müssen wir sehen, wie das dann läuft. So, genau. Da werde ich jetzt wahrscheinlich noch als nächstes ein Video zu machen, so ich denn solche Sites finde. Bis dahin, fliegt sicher und horido!